Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte in einem Gespräch mit Le Point, dass die internationale Arena nichts Aufregendes ist und er alle 10 Tage mit dem türkischen Präsidenten Erdogan spricht. In den vergangenen 2 Wochen hatte es Gespräche mit Erdogan über die Entwicklung in Syrien und die in türkischen Gefängnis sitzenden Journalisten gegeben. Nach der Veröffentlichung der Reportage hat es eine Stellungnahme von Mitarbeitern Macrons gegeben. Man wolle Erdogan nicht auf den Arm nehmen oder kritisieren. Die Gespräche mit Erdogan seien jedes Mal sehr ernst, hieß es.